Am Sonntag füllte sich das Magdeburger Schauspielhaus mit zahlreichen ambitionierten und jungen Filmemachern sowie Mitgliedern der offenen Kanäle Sachsen-Anhalt. Das kann natürlich nur eins bedeuten: Der Jugendvideopreis des offenen Kanals wird ein weiteres Mal verliehen. In diesem Jahr sogar schon zum 25. Mal. Am Wochenende fand so die monatelange Arbeit der zahlreichen Teams ihren Abschluss. In diesem Jahr wurden über 100 Kurzfilme eingereicht, an denen rund 1000 Jugendliche und Erwachsene mitgewirkt hatten. Die Einreichungen wurden dabei in drei Kategorien aufgeteilt. Zuerst waren die ABC-Teams dran, also die Filme, die im Rahmen von pädagogischen Projekten entstanden sind. Dort wurden knapp 30 Filme eingereicht und es gab fast kein Thema, welches nicht bedient wurde. Also wir hatten die klassischen, aber immer noch aktuellen Themen wie Cybermobbing und ganz viel auch so aus der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen. Wir hatten aber auch, lass mich so nennen, klassische Themenbearbeitungen wie moderner Robin Hood oder auch Ereignisse aus vergangenen Jahrhunderten, die nochmal so ein bisschen aufgegriffen wurden. Und wir hatten natürlich auch ein bisschen zu modernen, immer noch gesellschaftlichen Themen wie Homosexualität und vielen anderen Sachen. Also wir hatten diesmal tatsächlich eine sehr große Bandbreite an Themen. Nach einer Vorauswahl blieben 9 Filme übrig, die am Sonntag in der ersten Kategorie gezeigt wurden. Nach einem Grußwort der Veranstalter ging es auch direkt mit dem ersten Werk los. Hier wurde der Klassiker Robin Hood neu aufgelegt. Dieses Mal ging es zum Roten Turm. Die Gruppe, die diese neue Interpretation von Robin Hood auf die Leinwand brachte, durfte dann im Anschluss auch auf die Bühne, um Frage und Antwort zu stehen. Nach dem kleinen Exkurs in die Dreharbeiten ging es auch direkt mit dem nächsten Werk und einem kompletten Themenwechsel weiter. Denn der nächste Kurzfilm wurde nicht im Rahmen eines Schulprojektes erstellt, sondern wurde im Jugendfilmcamp Ahrenssee gedreht. Er behandelt auf ganz eigene Weise das Thema Homosexualität im jugendlichen Alter und die damit leider noch immer einhergehende Diskriminierung. Mir geht es nur darum, dass es uns gut geht. Aber wahrscheinlich hast du recht. Das finde ich super. Auch dieses Thema durfte im Anschluss über die Dreharbeiten berichten und Fragen der Moderatorin auf der Bühne beantworten. Allein schon diese beiden Werke machten die bereits angesprochene Themenvielfalt des Wettbewerbs deutlich. Da hatte die Jury keineswegs eine leichte Aufgabe zu bewältigen. Kriterium ist tatsächlich in dem Fall, weil es ja ein Filmpreis ist, dass es natürlich bei unserer Kategorie darum geht, welche Filme sind unter medienpädagogischen Kontext entstanden, also welche Filme wurden begleitet. Ja, es ging immer am Ende bei der Auswahl darum, wie überzeugend hat eben das fertige Resultat ist tatsächlich. Ne? Also wie sehr wurde da eine Geschichte auf den Punkt umgesetzt, wie gut haben natürlich auch die Kinder, die Jugendlichen im Rahmen ihrer Möglichkeiten eben auch geschauspielert, ja, und wie sah natürlich auch ein bisschen die technische Umsetzung, also die Umsetzung hinter der Kamera aus. Daneben gab es auch noch Beiträge, in denen man der Frage, wer bin ich und wer will ich sein, auf den Grund gegangen wurde oder man eine Übung der Freiwilligen Feuerwehr begleitete. Doch egal welches Thema, Unterschiede in der technischen Umsetzung waren definitiv noch vorhanden. Jedoch findet hier, der immer besser werdenden Technik geschuldet, der größte Wandel statt. Eine Veränderung gibt es natürlich in der Hinsicht, dass natürlich die Möglichkeit, eigene Filmprojekte zu machen, also egal ob bei einem Verein oder bei einer Schule oder in irgendeiner Freizeiteinrichtungssache, die werden natürlich immer größer. Klar, ich meine, die Smartphones haben mittlerweile alle Möglichkeiten, in HD zu filmen und was auch immer. Und das heißt, der Zugang zu Technik, der wird immer direkter. Ja, das heißt, dass die Qualitätsunterschiede auch sich ein wenig angleichen. Der technische Unterschied wurde besonders bei der Einreichung des offenen Kanals aus Merseburg deutlich. Denn anders als die restlichen Kurzfilme setzten sie größtenteils auf Animationen und entführten die Zuschauer ins Weltall. Die Besatzung auf der ISS, keine Ahnung. Nicht zu schnell, sei vorsichtig. Wir müssen in 10 Minuten mit dem Entladen fertig sein, sonst gerät der Zeitplan durcheinander. Doch am Ende zeigte sich in der Preisverleihung, dass schlicht und einfach punkten konnte. Denn in einer separaten Wertung der Kinderjury holte der Spielfilm Anna aus Gommern den Preis. Hier begibt sich ein Detektiv auf Spurensuche und erkundet eine Hexenverbrennung, die bereits Jahrhunderte zurückliegt. Zeitenwechsel, die mit der Nutzung von Schwarz-Weiß sowie Farbbildern unterstrichen werden, umrahmen den Film. Zudem kommt nur szenische Musik und fast keine Sprache zum Einsatz, was den Film dann abrundet. Der Preis der eigentlichen ABC-Jury ging dann an den Film Ich vlog dann mal weg. Erzählt wird die Freundschaft zweier Mädchen, welche beide stark auf Social Media vertreten sind, was zu vielen Konflikten führt. Wirklich große Ankündigungen. Die erste ist,
Ich habe ein Produkt rausgebracht. Und zwar, es heißt Bella Vels Kosmetik und gerade deswegen, und weil ich ja schon berühmt bin, wie ihr wisst, werde ich von einem Kamerateam begleitet. Die authentische und YouTube-typische Kameraführung, die Aktualität sowie das überzeugende Schauspiel führten allesamt zum Sieg. Auch die Geschäftsführerin des offenen Kanals Magdeburg, Bettina Wiengern, war von den Ergebnissen angetan. Ja, toll. Wir haben 9 wunderschöne Filme gesehen. Und was mich immer wieder so begeistert, ist den Einblick, den man da wirklich in Themen bekommt, die unseren Nachwuchs, Kinder und Jugendliche wirklich bewegen. Und das ist immer wieder Mobbing, das sind Social Media, sind aber auch historische Themen, also so vielfältig, aber ja, einfach super interessant. Diese Themenvielfalt zog sich auch durch die nächsten Kategorien. In beiden gab es jeweils 9 weitere Filme, hier aber von den eher erfahrenen Filmemachern. Dort ging es dann aber auch weiter weg vom klassischen Kurzfilm. Überraschend viele Musikvideos dieses Mal. Es geht sehr viel um Selbstfindung, um Selbsterfahrung. Soziale Medien sind natürlich auch ein Teil, aber es geht wirklich viel um das Zwischenmenschliche. In der Kategorie Newcomer, also für die Jugendlichen, welche sich zum ersten Mal am Mediumfilm versuchen, gewann die Einrechnung Ramas Videobrief nach Hause. Mit handgezeichneten Bildern erzählt Rama Demirech die Geschichte ihrer Flucht aus Syrien nach Magdeburg und wie ihre Familie in ganz Europa verstreut wurde. Ich war in Syrien. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als ich meine Teile wieder zusammenfügte, als ich meine Liebsten wieder traf. Endlich! Den Abschluss des Tages bildete dann noch die Verleihung des Preises in der Masterclass. Hier überzeugte der Film Schreibt. Es wird der eigentlich virtuelle WhatsApp-Klassenchat im echten Leben nachgestellt. Von einer eigentlich harmlosen Anfrage, ob man dem Lehrer zum Jahresende als Klasse etwas schenken will, entwickelte sich der Beitrag zu einem Eifersuchtsdrama. Was ist denn das für ein Scheiß? Wird der kleine Timmy da eifersüchtig? Anscheinend hat deine Lehrerin die Gelegenheit gleich genutzt. Ich habe sowieso nie verstanden, was sie an dir findet. Mehr als an dir, du Opfer! Technische Umsetzung und auch die Geschichte dahinter passen, sodass auch diese Filmtruppe einen der begehrten Preise mit nach Hause nehmen konnte. Damit fand die wochen- und gar monatelange Arbeit am Sonntag ihren Höhepunkt. Und wie eingangs erwähnt, wurde dieser mittlerweile schon zum 25. Mal ausgelobt. Was toll ist, was mir auch durch den Kopf geht, also es sind jetzt 25 Jahre, das ist wirklich eine lange, lange, lange Zeit. Und wir haben angefangen vor YouTube, vor Social Media, bevor man Kurzfilme überall sehen konnte, geblieben ist, dass die Macher weiter ambitioniert sind, Filme machen, dass die Jugendlichen die sehen wollen und dass sie weiter einreichen und das Genre lebt und vital ist wie vor 25 Jahren auch. Und das freut mich ganz besonders. Leben tut es auf jeden Fall und wurde am Wochenende einmal mehr so richtig gefeiert. So wie es aussieht, kann die Filmemacherbranche jedenfalls noch viele weitere Jahre auf talentierten Nachwuchs bauen.